nein, es war nicht besser, es war anders. Und ja, das sind Dinge, wenn man die erzählt, wenn einer sich damit nicht auskennt, der sagt, er hat jetzt gerade zu viel getrunken oder vielleicht hat er auch irgendwas gekifft, kann ja auch sein, aber das war so. Es gab nichts anderes. Und alle, die irgendwie heiß waren und drauf waren und schnell waren, sind da gefahren. Und für uns Deutsche war es himmlisch. Wir hatten endlich was, wo man loslegen konnte. Das war die Grundlage für alles Weitere eigentlich. Also A, haben wir viel gelernt, B, haben wir viel erlebt und C, haben wir auch viel Spaß gehabt. Dieser Renault-5-Pokal war wirklich das Sprungbrett und die Basis für viele, die dann was erreicht haben in höheren Kategorien. Ich glaube, das war die Inspiration für alles, was es später irgendwie an Markenpokalen gab. Legendär, ja. Man hat also technisch hochwertige Fahrzeuge gehabt und man hat also sehr, sehr gute Fahrer aus allen Bereichen da reingezogen. Kein Zuschauer ist nach Hause gegangen, wenn irgendwann nach dem Hauptrennen noch der R5-Pokal lief. Da ging es richtig zur Sache. Da ging es zu wie auf dem Stachus in München, auf der Rennstrecke. Wir waren ja immer im Pulk mit 4, 6, 8, 10 Autos, wo wirklich, wirklich klasse Jungs dabei waren. Wir wussten genau, da gibt es Zirkus, da gibt es ein bisschen Blech, da gibt es harte Kämpfe, Rad an Rad, Tür an Tür. Das hat den Leuten gefallen und diese Garantie hatten sie auf jeden Fall mal im Renault 5 gehabt. Da war alles dabei, was das Herz des Zuschauers begehrt. Die Zuschauer haben, glaube ich, immer Spaß gehabt, weil an jeder Ecke Tausende von Rad an Rad kämpfen waren und die Jungs in die Kiste gefahren sind und wir uns geschoben haben auf der Geraden und das hat man alles früher so noch nicht gesehen. Das gibt es nur beim Renault 5 Pokal. Die Leute sind zwar wegen der Formel 1 dahin gekommen, aber Spaß hatten sie beim R5 Rennen. So sehr wir es uns auf der Strecke gegeben haben, so sehr sind wir da auch in dieselbe Richtung gelaufen, inklusive dem ganzen Quatsch. Also da war schon so klassisches Sportsmanship. Es war eine irrsinnige Kameradschaft und es war wie eine große Familie. Wir haben Gott sei Dank viel Erfolg gehabt und ich bin natürlich heute froh, dass man noch so gerne daran zurückdenkt. Wir wollten uns damals sportlich betätigen und wir hatten ja vorher schon ein Formel-3-Team im Einsatz. Und während dieser Rennen kam Raum Schmidt mit der Idee, einen Renault 5-Pokal durchzuführen. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, der Rolf Schmidt, der damals Sportchef war, ist zu seinem PR-Direktor Georg-Heinz Homm marschiert und hat gesagt, Sie, Homm, wir sollten ein Auto haben unter 10.000 Mark für den Rennsport. Und das war ein Novum für die damalige Zeit. Wir waren ja die Einzigen, die den Renault 5-Pokal durchführten, den Renault 5-Wagen im Sport einsetzten. Paris hat keine Einwanderung und wir haben dann weitergearbeitet und das Ganze vorbereitet und festgelegt, was zu tun ist. Und dann hat man gesagt, machen wir einen Cup und lassen die jungen Leute fahren. Wir werden das ausschreiben. Wir vertragen 40, 45 ungefähr in diesem Feld. Wir bauen 50 Autos, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Der erste richtige Markenpokal, das war der R5-Pokal, würde ich schon sagen. Das ist echt so die Mutter der wirklichen Markenpokale. Absolut. Also ohne Renault wäre vielleicht diese Kultur der Markenpokale nie in dieser Form ins Rollen gekommen, wie das eben 1974 mit dem Beginn war. Das war ja ein Paukenschlag.
Die meisten Teilnehmer damals waren relativ unerfahren im Motorsport, weil man damals mit dem Renault-5-Pokal auch eine Zielgruppe angesprochen hat, die keine Mittel hatte, sage ich mal, auch keine finanzielle Ausstattung, sich da den großen Motorsport zu leisten. Und so ging es eigentlich los. Wir haben uns dann eingeschrieben bei dem Pokal und haben die Zusage bekommen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir noch ein Auto schauen. Habe dann einen Totalschaden gekauft, habe das Auto gerichtet und bin dann mit dem gefahren. Ja, das war noch der Clou. Das war das einzige Auto mit Faltschiebedach. Das war ein Faltschiebedach, also so ein großes Faltschiebedach. Das war von der Aerodynamik nicht total beschissen. Es ist ein Unterschied, ob ich ein glattes Dach habe oder ob ich jetzt so ein Leder, so ein Kunstlederdach habe. Und da durfte ich fahren, weil es im Reglement stand ja nichts. Als ich das Auto das allererste Mal gefahren habe, hatte das eine wahnsinnige Kippneigung. Man merkte nicht, wenn der hinten komplett hochging. Und um mich daran zu gewöhnen, wann das Auto aushebt, und habe ich mir auf einem Autobahnstück, was noch nicht fertiggestellt war, abends Reifenstapel hingestellt, habe das Linksbremsen geübt, nochmal und bin die Rechts-Links-Kombination. Ich habe weite Schikanen eingebaut, enge Schikanen eingebaut, um mich daran zu gewöhnen. Und ja, dann kam ja irgendwann das besagte Hockenheimrennen. Dieses erste Rennen war im Rahmenprogramm der Formel-2-Europameisterschaft. Das war traditionell immer das Rennen, wo neben dem großen Preis von Deutschland die meisten Zuschauer waren. Das kann man nicht beschreiben. Damals war ja Hockenheim, waren ja 80.000 Leute, war ja das Motodrom rennvoll. Und da in der ersten Reihe stehe, das war ein Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin dann sonntags morgens nach Hockenheim gekommen und habe das Rennen gesehen. Start zunächst war hervorragend. Hockenheim hat alle Erwartungen gesprengt, muss ich wirklich sagen. Wie das ganze Geschwader in die ersten zwei, drei Runden ins Motorraum reinkam und dann passierte ja Folgendes. Um mich herum, ohne einen zu berühren, sind fünf, sechs Autos umgekippt in der Sachskurve. Dann können Sie sich die Stimmung auf den Rängen vorstellen und die Stimmung auch bei der Hohen Heeresleitung bei Renault. Also das waren zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind. Die Zuschauer hatten ihre Gaudi und bei Renault, da haben sie lange Gesichter gekriegt. Also das war schon eine unglaubliche Nummer. Für die Fans war das natürlich, da sprechen heute noch die Leute, ah, dort mal zum ersten Rennen Hockenheim mit denen vielen Überschlägen. Das war für die Leute war das natürlich sensationell. Ich war damals ein Zuschauer, war 15 oder 16 Jahre alt. Und dann rollten sich die Autos reihenweise ab und überschlugen sich. Damals der Vorstandsvorsitzende von Renault, der stand oben in Hockenheim auf der Tribüne und der stand dann an dem Geländer und schrie, Schmidt, aufhören, aufhören, hör sofort auf, halt die Autos an, halt sofort das Rennen an. Und der Nächste rollte dann dort rein. Ich habe natürlich auch einige Überschläge gesehen und soll gesagt haben, hört auf, hört auf, hört auf, aber ich muss sagen, davon weiß ich nicht. Ich muss fairerweise sagen, drei Viertel vom Feld war völlig unbedarft. Slickreifen und bei bestimmten Temperaturen hatten die eine ungeheure Haftung. Und so ging es dann ganz schnell. Extreme Kurvengeschwindigkeit, Hinterrad wurde frei und dann war der Weg nicht mehr weit bis zur Kippneigung.
Durch dieses ganze Gewurstel, sage ich mal, habe ich mich dann soeben gerettet über die Opel-Kurve und habe dann gewonnen. Und ich war überglücklich und bin dann, weil es so ein tolles Rennen war, zum Wolfgang Schütz gelaufen und wollte ihn gratulieren. Und da steigt er aus und schmiert mir ein. Ja, das ist okay, kurzfristig. Ich war halt irgendwo sauer, dass ich nicht gewonnen habe. Und er war halt der Profi. Und da war ich so verdattert. Ich war im Glücksrausch vor 80.000 Zuschauern vielleicht. Das Rennen zu gewinnen, der Auftakt war glücklich und da kommt der Großwacher am Schreien. Du hast mir meinen Sieg geklaut und das zahle ich dir heim. Aber Gott sei Dank hat er sich ja über die Saison dann etwas beruhigt. Aber es war ein sehr harter und extremer Gegner. Aber wir haben unsere Grenzen abgesteckt und uns auch respektiert über die ganze Saison. Wo ich auf dem Siegepodest gestanden bin in Hockenheim, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war. Das war irre. Ich musste dann abends wieder nach Paris zurück und ich habe dann von Paris aus telefoniert und man erzählte mir am Telefon, dass das Rennen die Attraktion abends im Fernsehen gewesen ist. Die ganzen Überschläge wurden im Fernsehen gezeigt. Und ja, ich dachte, nun jetzt ist es aus, man wird uns dieses Rennen weiterhin verbieten, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Dann gab es eine sogenannte Bewährung. Mainz-Finden war das nächste Rennen. Nürburgring wurde abgesagt als allererstes. Das war dann allen zu heiß, auf die Nordschleife zu gehen. Das wäre das zweite Rennen gewesen. Dann hat man gesagt, wir warten den Flugplatz Mainz-Finden ab. Wenn das da einigermaßen gut über die Bühne geht, läuft die Nummer weiter. Ansonsten wird sie eingestampft. Ja, nun, wir haben in Hockenheim das erste Rennen um den Renault-5-11-Pokal durchgeführt. Und es waren 34 Fahrer am Start, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Rennen fuhren. Dass es dabei ein paar Blechschäden gab, das war wohl nicht auszuschließen. Wir haben in Hockenheim doch gemerkt, dass wir da etwas tun müssen. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Erstmal den Fahrern vielleicht beibringen, etwas vernünftiger zu sein. Das ist verständlich. Jeder junge Fahrer ist ein Fangio. Und dann auch das Auto für diese jungen Fahrer etwas, wenn man es so sagen kann, vielleicht noch sicherer zu machen. Wir fahren hier, wenn Sie so wollen, als Beweis vor der Öffentlichkeit zum ersten Mal mit Gürtelreifen. Hat nachgebessert. Es gab dann Dunlop Sport Gürtelreifen statt der Slicks. Es wurde auch am Fahrwerk noch ein bisschen was optimiert. Und Mainz-Finden verlief ohne jeden Zwischenfall. Und dann hatte der Cup seine Zukunft und dann nahm diese Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Unaufhaltsam. Ohne mich selbst zu beweihräuchern, ich war eigentlich der Maßstab in dem F5-Pokal. Durch meine 6 Siege und meine ziemlich kompromisslose Fahrweise stand ich schon bei einigen Teamchefs im Notizbuch. Aber nach dem Harald Groß kam ich und dann kam lange, lange nichts. Durch das, dass ich dann immer Zweiter geworden bin, manche Rennen habe ich auch gewonnen und durch das bin ich dann Meister geworden und eher nur Zweiter. Mit rund 16.000 Mark wurde Wolfgang Schütz Gesamtsieger des Renault-5-11-Pokals 1974. Ich war ja Transporteur vom Auto zum Rennen, ich war der Mechaniker. Ich habe ja keinen Mechaniker, nichts dabei gehabt. Ich habe zwar Leute dabei gehabt, Bekannte, aber die haben als Mechaniker keine Ahnung gehabt. Ich habe alles selber in dem Auto gemacht. Jeder hat an seinem Auto rumgewerkelt, der Einfachheit halber wurden die Dinger auf die Seite gelegt und darunter rumgeschraubt und gemacht. Andere waren etwas moderner und hatten auch mal so eine Art Wagenheber dabei, dass sie das Ding so auf halbe Höhe heben konnten. Und ich war der Einzige mit dem Autotransporter.
kam schon mit dem 5er BMW ins Fahrerlager gefahren, meist ein nettes Mädel dabei. Und meine Kollegen haben dann neben ihrem Auto ihr kleines Zwei-Mann-Zelt aufgestellt, haben sich dann auf dem kleinen Grill ihr Würstchen gebraten. Ja, und ich bin dann anschließend ins Holiday Inn gefahren. Abends sind wir dann zusammengesessen, im Zelt vor dem Auto oder auch ohne Zelt im Freien. Und das war natürlich die Stimmung, das war natürlich wie Familie. Der Wolfgang hatte immer einen Affen. Dieser Affe hat ihn ja auf Schritt und Tritt begleitet. Den hat er auch im Fahrerlager dabei, nicht immer, aber immer öfter. Und er sprang dann quer durch die Gegend, mal bei dem, mal bei jenem aufs Auto. Aber meistens saß er beim Wolfgang Schütz auf der Schulter. Wenn er das Auto dann umgeworfen hat, um darunter zu arbeiten, saß der Affe oben auf der Tür und hat die ganze Sache beobachtet. Bild für die Götter. Das müssen Sie sich heute mal vorstellen. Da kommen Sie ins Irrenhaus vermutlich damit. Ne? Aber ist halt so, war halt so. Überhaupt der Wolfgang Schütz, das ist die Symbolfigur schlechthin. Alleine der Name Wolfgang Schütz hat diesem Renault 5 Pokal so unglaublich viel gegeben, mehr als wir alle zusammen damals. Die Atmosphäre im Fahrerlager, da wurde halt, so wie früher Motorsport war, da wurde gegrillt und da hat jeder ein bisschen Bier getrunken. Ja, Motiv für Motorsport ist sehr schwer zu erklären. Das war eigentlich ein Jugendtraum von mir und den konnte ich mir verwirklichen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich hätte den Motorsport, glaube ich, nie anfangen können, wenn das nicht da gewesen wäre. Ja, ich bin aus ganz normalem Elternhaus, da war keine Chance gewesen, dass man also die finanziellen Mittel aufbringen kann, dass man richtig Rennen fahren kann oder Rallye, egal jetzt mal was. Damals sind wir alle Dunlop-Reifen gefahren und der Dunlop-Renndienst, der hatte dann immer hinter dem LKW die Reifenstapel gepackt und abends sind wir dann mit der Taschenlampe hin, welche Reifen ist noch gut? Dann haben wir wieder rausgezogen, am nächsten Mal haben wir dann wieder aufziehen lassen und dann haben wir sogar noch ein Rennen damit gewonnen. Ja, das war natürlich die Obernummer. Es war alles offen, es war eine wunderbare Kameradschaft untereinander. Es wurde abends gemeinsam Bier getrunken, gelacht und getan und gemacht und am nächsten Tag gegeneinander Rennen gefahren. Eigentlich heute unvorstellbar. The sky was the limit. Alle waren überzeugt davon, dass sie Formel 1 Weltmeister werden. Und das ist ein geiles Gefühl. Und so eine Zeit, die behält man sehr positiv im Herzen eigentlich. Und dann kam ja doch die Windschattenfahrer und die Schieberei, das war natürlich, da haben sich immer Gruppen zusammengetan, immer 3-4 Mann und die haben dann unterwegs geschoben. Auch da kann man nur sagen, würde ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben Führerschein kriegen. Wir haben es auf der Autobahn gelernt. Ja, wir haben es auf der Autobahn geprobt, indem wir uns konsolidiert haben. Ich kam damals aus dem Ruhrgebiet und fahre noch ein paar andere Fahrer aus dem Ruhrgebiet. Wir treffen uns dann morgen um 5 Uhr auf der Autobahn. Dann haben wir auf der Autobahn Schieben geübt. Also Schieben war deswegen so wichtig, weil man natürlich damit wesentlich mehr Topspeed auf der Geraden zusammengebracht hat. Weil der hinten im Windschatten war, ist dann dem Vorderen hinten drauf gefahren und dann hat man sich so erstmal angekickt und irgendwann war man im Zug direkt hintereinander. Und dann ist man gefahren, garantiert 15 Kilometer schneller. Wir haben keine großen Züge gebildet, sondern eigentlich haben dann der Christian und ich eine Einheit gebildet. Er ist vorausgefahren, wenn ich mich richtig erinnere, und ich hinterher. Das haben wir dann, hat sich so eingespielt. Also ich konnte nicht schieben. Konnte ich nicht. Wenn ich nicht gesehen habe, wo ich hinfahre, ging nicht. Und da kam dann ja der Peter Oberndorfer ins Spiel, das hat dem überhaupt nichts ausgemacht. Wenn er nicht sieht, wo er hinfährt, war dem völlig wurscht. Da ist er immer hinten gefahren und ich immer vorne. Wir haben es halt dann überall probiert, wo es ging. Und das hat zum Teil hervorragend geklappt. Es gab ein legendäres Ereignis, wo es nicht gut geklappt hat, wo wir uns vertan haben. Und daraus haben dann ungefähr in der Summe ist da mindestens ein Dutzend halber Totalschäden draus geworden. Ich habe einen kräftigen Überschlag gehabt in Berlin, da waren dann gleich 15 aus oder 16. Ja? Ja. Ich habe mich hier 7-mal auf der Geraden überschlagen, als ein Franzose mich mal eben seitlich antischte. Ehrlich? 7-mal, hinten auf der Geraden. Wenn das Auto quer ist, bei 200 ungefähr, die Dinger gehen ja 200, 210. Das Ende.
fliegst also ganz unheimlich weit. Das hört gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf. Der Wolfgang Schütz ist für mich eigentlich der Inbegriff des Markenpokalspezialisten, der die Trickserei, die ganz große Trickserei des Markenpokals begründet hat, ohne dabei jemals A, erwischt zu werden und B, mal richtig herzhaft zu bescheißen auf gut Deutsch. Der hat das ganz clever gemacht, wie wir alle irgendwo versucht haben, es clever zu machen. Aber der Wolfgang Schütz war der cleverste von uns allen und das hat ihn sympathisch gemacht. Ich war auch kein Engel, aber übers ganze Jahr gesehen, bis auf die Zündspule, war mein Auto, ich will nicht sagen immer makellos, aber ich bin nicht aufgefallen. Es gibt immer Leute, die raffinierter sind als die anderen und die mehr machen und als die anderen. Am Anfang war es wirklich noch relativ gleich, muss ich sagen. Du musstest halt lernen, dass du zwar neue Reifen kaufst mit, weiß ich, 9 mm Profil, aber dass du die erstmal zum Reifenhändler gibst und abdrehen lässt auf 4 mm, damit er halt besser liegt. Ich habe die Reifen bei mir in der Werkstatt auf dem Auto drauf gehabt, habe den Motor laufen lassen, da hat sich ja das Rad gedreht. Und dann bin ich mit einer Karosseriefeile und mit einem Holzbrett hin und habe den Reifensprofil runtergerubbelt. Da war nachher die ganze Werkstatt, alles war schwarz, aber das war das Primitivste und das Einfachste. Niemand war ein Unschuldslamm, ja, aber es war alles fair, sag ich mal. Und 81 gab es dann den ganz großen Schritt in den Europapokal mit dem dicken Turbo, haben wir immer gesagt, mit dem Renault 5 Turbo mit den dicken Backen. Und das Ding hatte mal richtig Qualm an der Kette, ging wie die Hölle. Am Anfang des Turbofiebers stand ein Serienwagen, der in kleiner Stückzahl für Autofahrer gebaut wurde, die Sinn für ein wieselflinkes kleines Sportautochen haben. Die Rückbank des ehemaligen Familienkleinwagens wich dem Mittelmotor einer 1,4 Liter Maschine mit 160 PS und einer Technik, die das Aggregat enorm leistungsstark, aber auch teuer macht. Das Auto kam ja aus dem Rallye-Sport. Der Jean Ragnotti hat damit ja in Frankreich bei den Rallyes schon mal richtig was vorgelegt und alle fanden diesen kleinen Karton nur richtig schön. Dieses propere Auto mit richtig dicken Kotflügeln und zwei Auspuffrohren hinten und das war alles schon eine feine Geschichte. Und dann das Ding auf der Rundstrecke, das war schon was. Natürlich, der Renault 5 Turbo war wesentlich schneller und sah auch spektakulärer aus, weil er, ich möchte sagen, einen dicken Hintern hatte. Der 5 Turbo war schwer zu fahren. Also das war ja ein echtes Mittelmotorauto und der war relativ weich abgestimmt vom Grund her. Also du bist so viel quer, bin ich glaube ich selten gefahren. Ich sehe es auch auf den alten Fotos. War toll. Das Auto war vom Motor her nicht zu schnell. Aber es war halt eben durch den Mittelmotor mehr als wie ein hecklastiges Auto ausgelegt. Und du musstest schon aufpassen und musstest wissen, dass man das Lenkrad in zwei Richtungen drehen kann, weil sonst bist du gleich einmal rückwärts gefahren. Das geht einem runter wie Öl, wenn man darüber überhaupt schon nachdenkt oder wenn man vielleicht sich noch mal ein altes Video rauskramt und sieht, wie da diese 40 Autos dann losfahren. Das hatte schon was. Eine riesengeile Nummer, immer im Rahmenprogramm der Formel 1. Wir sind in Monaco gefahren, in Monaco, das war sowas von outstanding. Die Rennen dort, wir haben uns gebügelt, wir sind mit 10 Mann durch den Tunnel durch und haben 4 Autos dabei in den Leitplanken versenkt. Aber die Zuschauer haben Kopf gestanden.
gab es dann den Walter Röhrl, der am Anfang mit uns gefahren ist, den Jean Ragnotti als Super Rally-Crack. Der Wolfgang Schütz sowieso als jemand, der schon 100 Jahre R5-Erfahrung hatte. Und andere Leute, die man heute vielleicht nicht mehr so kennt, aber die richtig gut waren. Beim ersten Rennen wurde der Walter in Hockenheim engagiert und fuhr ein blaues Elf-Auto. Ich erinnere mich noch genau. Und die haben den nicht mehr in die Startaufstellung gelassen, weil er irgendwie ein bisschen zu spät zum Tor kam. Rallye-König Walter Röhrl hatte eine Verspätung und hängt sich jetzt noch an das Feld, das davonrast, dran. Ich wusste zwar, es ist irgendwann Start, aber die würde man schon sagen, wenn ich zur Startaufstellung fahren muss. Und dann kam einer gelaufen und sagte, da vorne ist die Startaufstellung schon, alles perfekt, wo seid ihr denn? Dann ja, sind wir halt ins Auto gesprungen und bin ich vorgefahren. Da war aber schon das große Tor, war verschlossen. Und waren aber damals 60.000 Zuschauer, die haben natürlich dann getobt, gepfiffen, bis sie mich haben reinlassen. Und ich durfte als 44. oder 45. aus der Boxengasse fahren. Und ich hatte aber eine Kamera vom ZDF im Auto und das war natürlich dann ein tolles Rennen, als ich da durchs Feld, ich bin dann Siebter geworden letztendlich. Und es war ein nicht zu vergessendes Erlebnis für mich. Walter Röhrl nimmt seine verpatzte Turbo-Premiere mit einem Profilächeln hin. Zu spät zum Start, nun, das kann mal passieren. Etwas enger sieht die Sache Jean Ragnotti, der hochgehandelte Favorit. Der R5-Turbo, das war eigentlich 180 PS. Es war eine Rakete eigentlich für uns, das war ein Wahnsinn. Und dort wurde halt, konnte man mit wenig Geld und wenigen Mitteln bescheißen, indem man den Ladedruck hochdrehte. Es darf nichts verändert oder getunt werden. Sogar die maximale Höhe des alles entscheidenden Ladedrucks ist vorgeschrieben und wird durch Verplombung des Bypass-Ventils kontrolliert. Jo, das haben wir uns einmal angeguckt. Und danach wurden dann in dem Ort, wo wir dann gerade waren, in Südfrankreich unten, alle Badewannenstopfen dieser Welt, die es da zu kaufen gab, aufgekauft. Weil wir nämlich dann diese Badewannenstopfen alle in diesen Ventileingang reingeproppt haben und damit natürlich wieder dieses Pop-Off-Valve umgangen haben. Und keiner hat's gerafft, ja. Die haben ja mit Sachen gearbeitet, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, ich habe länger dafür gebraucht, eben diese Dinge, sagen wir mal, so zu regulieren, dass man zuerst mal überhaupt mitfahren konnte. Also, und wenn man aus dem Windschatten nicht überholen kann, dann stimmt ja was nicht. Und dann muss man sich halt was einfallen lassen. Und dann erinnere ich mich, dann sind wir zum Roten Kreuz und die haben uns geholfen, Ladedruck zu machen. Und zwar mit einem Schlauch, einem Katheterschlauch, den wir dann genommen haben, den man in einen anderen Schlauch führen konnte. Und am Ende im Fahrgastraum war ein Blutdruckspümpchen hier vom Blutdruck. Und wenn der dann sieht, dass der Ladedruck steht, dann braucht er nur zu pumpen, dann geht der Ladedruck dann hoch, ja. Die Sitzverstellung, das war so ein Platz, wo man ein Handrad, sagen wir mal, installieren konnte mit zwei Kapillarröhrchen in die Abteilungen des Turboladers. Dann musste man natürlich diese Röhrchen, das waren Kunststoffröhrchen, die musste man dann rausziehen und dann entsorgen. Das wurde dann teilweise auch gesehen. So, und wir haben natürlich alles auf den Kopf gestellt, um fündig zu werden. Ich kann also behaupten, bei mir wurden sie nicht fündig. Solche Storys haben wir wirklich gemacht. Ich stehe dazu, weil wir es alle gemacht haben. Und ja, und deswegen waren wir am Ende wieder alle auf einem Niveau. Für mich war aus der ganzen Europapokalzeit die 4-5 Jahre mit dem dicken Backenturbo die schönste überhaupt. Also die Rennen habe ich am liebsten kommentiert. Habe ich mir auch immer gerne angesehen. Es war einfach ein Genuss, dazu zu gucken, weil du hast nie einen gehabt, der alleine vorne wegfuhr. Es waren immer 5 im Paket, Handtuch drüber und dann ging es aber Schlagabtausch, was das Zeug hält. Normalerweise kriegt man das als Fahrer ja nicht mit, aber wenn du ins Motordrom kamst, die Menschen, die sind aufgestanden. Das war wirklich wie heute so eine Laola-Welle, sind die hoch und haben dann uns als Renault 5, die kleinen Fuzzis, die da rumfahren, wirklich zugejubelt. Das war irre. Das ganze Paket war einfach
so geschnürt, dass der Spaßanteil auf einem sehr, sehr hohen Niveau war, was ich heute wirklich vermisse. Und das ist der Sieger, Wolfgang Schütz. Der Deutsche hat es geschafft. Er holt sich den Pokal der R5 Turbos. Ja, Ende 1990 war Schluss mit Renault 5. Der Clio war der Nachfolger, 91 für den Cup. Es war schon das Ende einer Ära irgendwo. Der Cup ging zwar weiter, wir fuhren weiter unsere Rennen. Es war alles wie bisher, nur dieser Renault 5 war nicht mehr da. Und das war das Ende einer großen Ära, mit der überhaupt die ganze Cup-Kultur begründet worden ist. Die Autos entwickeln sich immer weiter, damals schon. Und der Clio war wiederum ein komplett anderes Auto. Er ließ sich viel besser fahren. Da war der R5 wirklich wesentlich schlechter, obwohl es ein gutes Auto war. Der Clio war halt eben neuere Bauart und ja, war halt eben einfach besser. Und da waren ja echt geile Typen bei früher. Da habe ich immer gelacht, wenn dann zum Beispiel Armin Schmid, Emil Boni, Sesterheim, ja, da war ja der dritte Weltkrieg, ist ja da ausgebrochen. Wenn die aufeinander losgelassen worden sind, da sind ja die Fetzen geflogen. Nicht nur auf der Strecke, das ging dann im Fahrerlager weiter und herzerfrischend. Und wenn du natürlich im Fahrerlager die ganzen Typen alle kennenlernst, so nach und nach, dann sagt auch irgendwann mal einer zu dir, hast du mal Bock zu fahren? Ja, komm, fahr mal mit so einem Auto. Und so habe ich damals auch schon mal hier und da mal so ein Clio bewegt. Und ja, was soll ich sagen? Es war natürlich ein Markenpokalauto, 2-Liter-Motor drin, keine Sperre, ja, und Slicks drauf, geschraubter Käfig, Attacke. Und du musstest so ein Auto wirklich verprügeln und aber im nächsten Moment auch super feinfühlig fahren. Meistertitel war schon ein Highlight, ja, den Titel gewonnen zu haben. Von 400 Punkten, die wir zusammenfahren konnten, habe ich 375 Punkte erreicht. Die meisten Siege bin ich heute auch immer noch stolz drauf, dass ich da immer noch der Anwärter bin, der die meisten Siege eingefahren hatte und ich glaube auch die schnellsten Runden gefahren hat. Da bin ich so ziemlich der Überflieger noch. Dort lernst du wirklich mit, sag mal, vielleicht mit einem halben oder mit einem PS mehr, das dann eben auszunutzen, um an Gegner vorbeizukommen. Und ja, das ist ein bisschen verloren gegangen in der Neuzeit. Der Clio V6 mit seinen 250 PS, Mittelmotor, kurzer Radstand, war natürlich schon sehr, sehr schwer zu fahren, weil er einfach ohne Ankündigung sich gedreht hat. Das heißt, wenn du gemerkt hast, das Auto steht quer, war es schon zu spät, ging es andersrum ins Kiesbett, ist mir in Valencia beim Eurofinale dann auch 2 Runden vor Schluss so passiert. Der Clio ist es ja immer geblieben bis heute. Das ist ja der einzige Markenpokal meines Wissens auf der ganzen Welt, der so lange existiert. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es dann irgendwann mal vor ein paar Jahren sogar so weit gekommen, dass ein Clio-Team nicht nur diese interne Meisterschaft innerhalb der VLN gewonnen hat, sondern sogar die ganze VLN-Meisterschaft. Tolle Geschichte. War ein großes Finale, hatten glaube ich noch einen Unfall kurz zum Schluss und mussten an der Box noch reparieren, zusammenpappen alles und haben gerade noch mit Ach und Krach den Gesamttitel gewonnen. Sensation. Also wenn man jetzt ja realistisch die letzten 4 Jahrzehnte zurückblickt, dann muss man ja feststellen, dass Renault wirklich die Marke ist, die ja für den Nachwuchs oder auch für Markenpokale eigentlich die Plattform war. Also mir fällt aber keiner ein, der über so eine lange Zeit so intensiv dieses Thema auch betrieben hat, auch mit so einer Passion. Also ich bin wirklich froh, dass ich in diesem Markenpokal angefangen habe, beziehungsweise mein Rüstzeug für den späteren Motorsport da erworben habe, weil es gab einfach alles, was man im Motorsport gebraucht hat. Es gab lustige Momente, es gab Blödsinn und Quatsch, es gab ganz harten Wettbewerb. Wenn du Renault Sport sagst, wissen wahrscheinlich mehr, dass es mal einen R5-Pokal gab, als diejenigen, dass Renault Weltmeister in der Formel 1 war.
meinem Leben eigentlich alles. Renault verdanke ich wahnsinnig viel. Renault war für mich über viele Jahrzehnte Dreh- und Angelpunkt, Ausgangslage von allen möglichen Dingen. Ich durfte Rennen fahren, durfte die Rennen kommentieren, durfte junge Fahrer betreuen. Für mich war das eine große Sportfamilie mit sehr viel Herzlichkeit. Wenn ich mir die heutige Kälte in den Fahrerlagern betrachte, dann muss ich sagen, hatten wir ein Paradies bei Renault. Es hat sich so und so gelohnt, weil es hat viele Rennfahrer hervorgebracht, es hat viel Spaß hervorgebracht und das gibt es heute immer noch und viele andere haben auch davon gelernt. Strategisch vorzugehen und am Ende aber auch den Ehrgeiz, den man aufbringen musste, um erfolgreich zu sein. Das hat also mein Leben komplett geprägt, also mich selber auch. Einfach diese Kämpfermentalität und auch das zu lernen und sich auch gegen diese starke Konkurrenz zu behaupten, das war schon eine Riesennummer. Jo. Das war toll. Das war wirklich toll. Ich möchte es nie missen, die 20 Jahre, wo ich da gefahren bin. Das hat auch mein Leben geprägt irgendwo. Absolut.